Bord mit einer Kutsche ist höchste Konzentration gefragt. Das Pferd hat seinen eigenen Kopf und muss mit viel Feingefühl gelenkt werden. Feier, ich will losfahren. Nicht in den Busch, Feier, wieder ein bisschen zurück. Denkt er sich gerade, was für ein Idiot hockt da auf dem Bock? Das wäre ja schon zu weit. Kann es Johannes? Bei Kannes Johannes. Ich durfte schon zwei Sportarten lernen auf dem Rücken von Pferden, nämlich Voltigieren und Westernreiten. Aber genau das bringt mir gar nichts bei meiner neuen Herausforderung, obwohl es mit Pferden zu tun hat, weil ich nämlich nicht auf dem Rücken eines Pferdes sitzen werde. Ich will in den nächsten zwei Tagen Einspänner-Ponykutsche fahren lernen. Und zum Glück habe ich eine gute Trainerin. Hallo, ich bin die Pia, ich bin 13 Jahre alt und fahre schon 4 Jahre im Turniersport mit. Pepper und ich haben schon viele Rennen gewonnen, aber am meisten stolz bin ich auf die deutsche Meisterschaft mit ihnen, dass ich Gold geholt habe. Deswegen nenne ich ihn auch immer Champion. Der Kutschsport ist schon gefährlich, deswegen fährt man immer zu zweit auf einer Kutsche, dann kann eigentlich auch nichts passieren. Ich bin eine gute Trainerin für Johannes, weil ich selbst schon einen guten Trainer gelernt habe und das Wissen, was sie mir gegeben haben, kann ich jetzt an Johannes weitergeben. Okay, Johannes, wenn du auf mich hörst, dann kannst du es schaffen. Und da kommt Pia schon. Aber bitte nicht über mich drüber. Hallo, Pia. Hallo, Johannes. Wen hast du denn da vorne eingespannt? Pepper. Und Pepper wird auch das Pferd, mit dem ich auf der Kutsche anfange zu fahren sein? Nein, oder? Du kriegst ein Fahrschulpferd, was langsamer ist. Ein Fahrschulpferd? Ja. Ich glaube, es ist genau das Richtige, weil langsam soll es losgehen. Ja. Hier, der verliert Öl, glaube ich. Und so sieht Pias Trainingsplan aus. Zuerst lernt Johannes Bremsen und Lenken ohne Pony. Anschließend mit Pony, aber ohne Kutsche. An Tag 2 macht Johannes die ersten Fahrübungen. Im Anschluss trainiert Johannes den anspruchsvollen Parcours. Wo ist denn jetzt das Fahrschulpferd? Ich sehe keins. Wie in der Fahrschule musst du beim Kutschefahren auch immer erst mit der Theorie beginnen, damit hinterher die Herausforderung gut geht. In nur 48 Stunden muss Johannes einen Wettkampfparcours mit einer einspännigen Kutsche fahren. Johannes muss nicht nur unter 2 Minuten bleiben, er darf auch keinen einzigen Fehler machen. Das sieht ganz schön schwierig aus. Was ist denn das Wichtigste, was man können muss? Das ist das Bremsen. Das ist auch das Erste, was wir gleich üben werden. Okay, bevor wir anfangen mit dem Üben, müssen wir noch eine wichtige Frage stellen. Und die ist und bleibt bei dieser Sendung. Kann es Johannes? Also Pia, wie bremse ich? Man bremst, indem man die Hände zurücknimmt. Man bremst mit der Stimme. Und für die Kutsche, damit die dem Pony in die Hacken fährt, muss man halt hier die Bremse drücken. Ich bremse mit der Hand, mit der Stimme und dem Fuß? Ja. Okay, darf ich vielleicht mit der Hand anfangen? Ja. Wie nehme ich die hier in die Hand? Gibt es da einen Griff? Ja, also du nimmst die linke Leine hier in die linke Oberfläche. Die Leine tust du zwischen die 2 Finger. Dann gehst du mit der Hand davor, dass der Daumen auf dem Daumen ist und die Hände da so. Ja. Dann schießt du dir das Stück da raus. Dann hast du das Mittelstück und hiermit lenkst du dann auch immer. Ah, okay. Also man bremst nicht nur, man lenkt auch, wenn man jetzt nur an dem einen ziehen würde. Das probiere ich. Moment, du hast gesagt, das wäre der Kutschbock? Ja. Okay, also ich nehme die so. Ne? Nein, die müssen gleich lang sein, die Leinen. Die eine ist durchgehangen. Okay, jetzt sind sie gleich lang und dann lege ich die hier rüber. Und nö. Du hast die überkreuzt. Da würdest du jetzt umkippen. Du kannst ja nicht lenken, wenn die überkreuzt sind. Wäre auch zu einfach. Ach, ich glaube, ich bin wie so eine Fliege, die dauernd gegen das Fenster fliegt und es nie kapiert und dachte so, oh ja, wo kommt denn da was hin? Und dann ziehe ich hier raus. Aber noch ein bisschen mehr. Noch mehr. Damit man besser lenken kann. Also ist es so? Ja. Und das ist dann eigentlich schon der Dressurgriff. Okay. Und normalerweise hast du zwischen diesen beiden Fingern noch eine Peitsche. Und wie bremse ich? Du machst mit der Stimme brr hoch. Ja. Und dann machst du mit den Leinen, so gehst du so ganz leicht zurück. Und dann hast du ja noch die Bremse hinter dir.
Oh, an so viele Sachen gleichzeitig denken. Das ist echt nicht ohne. Bremsen? Ja. Das traue ich mir jetzt zu. Kann ich jetzt Kutsche fahren? Ja, das kannst du. Okay, wo ist dann das Fahrschulpony? Du bist das Fahrschulpony. Ich bin das Fahrschulpony? Ja. Hier lang, lauf. Jetzt trab mal. Trab kriege ich, glaube ich, nicht. Geradeaus. Ist das geradeaus? Ja. Im ersten Moment habe ich gedacht, die veräppelt mich. Warum habe ich jetzt eigentlich diese Augenbinde auf hier? Damit du weißt, welche Hilfen du dem Pony gibst, weil du machst das ja auch mit deinem Pony. Das ist eine super Übung, weil du ein viel besseres Gefühl dafür bekommst, was das Pferd leisten muss. Galopp. Das ist Mitteltrab. Und dann hat mich Pia auch, glaube ich, so ein bisschen angesprochen wie ein Pferd. Also mein Pony hört besser. Möchtest du verlieren? Nein, ich möchte nicht verlieren. Hier ist nicht irgendwo ein Baum, wo ich gegenlaufen kann, ne? Nee, leider nicht. Da muss der Johannes durch, wenn er Kutsche fahren will. Hey, du bremst! Das ist fies. Ja. Ich will eine Karotte. Ah, was war das denn, Pia? Was ist hier passiert? Du bist über einen Kegel drüber. Das fühlt sich ziemlich mistig an. Ja, das ruckt einmal. Ja, also wenn sich das für das Pony genauso anfühlt wie bei mir, dann will ich nicht über Kegel fahren. Das Pony spürt ja jede Bewegung und da müssen wir mit sehr viel Gefühl arbeiten. Ich müsste einmal abäppeln. Wo kann ich denn? Also ich hatte nach der Übung ein bisschen Respekt vor dem, was die Pferde leisten müssen und war ehrlich gesagt auch ein klein wenig außer Atem. Das hast du richtig gut gemacht, Johannes. Du hast jetzt eine Belohnung verdient. Ich habe eine Belohnung verdient? Dann hätte ich gerne einen Sack Hafer. Nee, du darfst die Feier sehen und kennenlernen. Und wer ist Feier? Das Fahrschulpony. Das Fahrschulpony? Okay, wo ist Feier? Und das hier ist er? Ja. Hallo, Feier. Man muss natürlich auch das Vertrauen vom Pony bekommen, weil es ist ganz wichtig und striegeln ist ja für eine gute Übung. Ich hatte mir überlegt, damit das Fahrschulpony ruhiger steht, habe ich eine Ablenkung mitgebracht. Guck mal, Feier, hier. Das ist für dich. Ja. Und dann kann ich in Ruhe striegeln. Du musst das so in Kreisen machen. In Kreisen striegeln. Okay. Das eine ist, das Pferd soll sauber sein. Und das andere ist, man lernt sie einfach besser kennen, wenn man auch mal Streichelstriegel in den Arm nimmt. Das gehört, glaube ich, dazu. Okay, dann kannst du mir jetzt das Geschirr holen. Das Geschirr? Also das Brustblatt, Silett, Kopfstück, Leinen, Schweifmütze. Okay. Schleifhexe, Brustblatt, Kopfstütze. Ich guck mal. Im ersten Moment habe ich nur Bahnhof verstanden. Ich nehme einfach alles mit, was ich finde hier. Schleifhexe, ganz sicher. Das sind ziemlich viele Wörter. Ist ja quasi wie eine eigene Sprache. Zu viel? Ja. Ah, okay. Was ist denn was? Silett. Okay, was ist die Schleifhexe? Schweifmetze, meinst du? Ach, Schweifmetze? Ja, Schweifmetze. Ich sag's ja richtig, Schweifmetze. Brustblatt. Brustblatt. Kopfstück. Ich bin mir sicher, es gibt so ein Wörterbuch Pferdedeutsch, Deutsch, Deutsch, Pferdedeutsch. Okay, das heißt, wir spannen jetzt den Feier in der Kutsche ein. Zuerst machen wir noch ein bisschen Bodenarbeit, damit ihr euch aneinander gewöhnt und du nicht meine Kutsche kaputt machst. Okay. Also erstmal schnalzen. Ja. Ah, du machst das super. Als ob er den Weg schon kennen würde, dieser Feier. Ja, du musst aber so laufen, wie du auch mit der Kutsche fahren würdest. Gut, rechts, Feier, blinken, ja, blinken. Ja, gut. Deine Peitsche hältst du wirklich gut. Dankeschön. Der ist eine Maschine, der Feier. Ich denke, so stelle ich mir das zumindest vor, je mehr Kontakt du hast mit deinem Tier, desto besser harmoniert man auch. Du hast halt gut gelernt, wie man bremst und wie man lenkt. Dankeschön. Jetzt haben alle frei, außer du. Du darfst Pferdeäpfel sammeln. Pferdeäpfel sammeln? Ja. Echt? Ja. Lass mich raten, die Schubkarre? Ja. Okay. Pferdeäpfel aufsammeln. Naja, das gehört dazu. Wie kann man nur so einen riesen Haufen machen? Kann ich Johannes Apfel ernten? Erste Fuhre ist fertig, würde ich sagen. Zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. Das müsste reichen, oder? 15? Ach was, nehmen wir auch noch mit. So. Kann nie genug Karotten haben.
Guten Morgen, Pia. Hallo, Johannes. Hallo. Sag mal, sind hier Pferde ausgebrochen oder was ist passiert? Nein, das ist eine Tradition bei uns. Sie dürfen morgens immer frei rumlaufen und essen ja auch automatisch das Gras weg. Ja, das klingt gut, da muss man nicht Rasen mähen. Ja. Aber ich dachte, Pia, dass Sie vielleicht heute Morgen auch was anderes fressen wollen. Ich habe nämlich Einschleimkarotten mitgebracht. Hallo, frische Karotten. Guten Tag, was möchten Sie? Ach, ist das schön, wenn man so einfach Freundschaft schließen kann. Mit was fangen wir denn heute im Training an, Pia? Heute darfst du endlich Kutsche fahren, Johannes. Nicht wirklich, jetzt gleich? Ja. Ja. Ah. Hallo, wer bist du denn? Das ist Finja, das ist ein Groom. Groom? Hallo, Finja. Hallo. Ein Groom nennt man auch Beifahrer und der passt auch mit auf und der ist quasi wie ein Co-Pilot. Der sitzt bei dir hinten auf der Kutsche und hält das Gleichgewicht. Meine Lebensversicherung. Das heißt, du bleibst die Fahrschullehrerin, aber du bist nicht bei mir drauf, sondern gibst mir die Anweisung von aus. Ja. Das war ein unglaublich gutes Gefühl für mich, weil es erstmal auf dem Bock, so ganz alleine, nur das Pferd und ich. Da war es gut, dass Finja da war. Du musst jetzt gucken, dass das innere Rad nicht so nah an die Mauer kommt. Da kann ich dir nicht bei helfen. Ist das weit genug? Ja, das ist gut. Ja, das passt, ne? Das erinnert mich ans Parkhausfahren im Auto. Da habe ich schon mal böse Erlebnisse gehabt. So, Johannes, deine erste Übung wird sein, anfahren und bremsen. Du fährst an, indem du den Fahrer einmal anschnallst, aber die Leine auch vorgibst. Schnalzen und vorgeben? Ja. Okay. Fahrer, ich will losfahren. Das funktioniert ja gut. Aber hier nach rechts, Feier. So. Dann musst du schon lenken. Ah, guck mal, es geht. Und dann bremst du jetzt mal. Dann musst du Stimme machen, ja? Leine zurücknehmen und bremsen. Okay. Brrr. Ja. Nochmal? Ja, aber ich stelle mich dann mal in die Mitte und du probierst es mal alleine, ja? Okay. Komm, Feier. Ja. Yeah. Ach, das mit dem Anfang, das geht doch gut, ne? Bei K hältst du an. Okay, Feier, bei K wie kannst du mal anhalten? Oder K wie kann es Johannes? Oder K wie Karotte gibt's später. Ja. Das war gut. Die ersten Runden beim Fahrschulpferd mit Johannes liefen ja ganz gut. Hey, der hört voll. Ich habe von Anfang an Feuer total vertraut. Denkt er sich gerade, was für ein Idiot hockt da auf dem Bock? Was macht er denn dauernd? Losfahren, anhalten, losfahren, anhalten? Der ist das gewohnt, der ist doch in der Fahrschule. Okay, da muss ich kein schlechtes Gewissen haben. Nein. Leinen nachfassen. Und bei S hältst du dann nochmal an. Brrr. Das ist ja jetzt schon zu weit. Ach so, Entschuldigung. Setz dich mal gerade hin und die Füße nebeneinander. Füße nebeneinander? Also Pia kann ja auch sehr direkt sein und auch ein bisschen harsch. Aber ich glaube, das ist einfach dieser Sport. Denn es ist nicht ungefährlich. So ein Pferd wiegt einige hundert Kilo, da kann auch mal was passieren. Und dann kannst du auch mal antraben. Gut, Achtung. Runter von der Bremse. Ach so, okay, dann. Sehr gut. Hier. Komm. Komm. Feuer, komm. Zweiter Gang, los. Ja, ja, es funktioniert. Geschwindigkeitsrausch. Aber die Peitsche hat sich aufgewickelt. Ja. Das geht ja wie geschnitten Brot hier. Also, ich glaube, es gab selten einen Sport, wo ich so schnell mich auch so gut und so sicher gefühlt habe auf dem Kutschbock. Probier mal anzutreiben, ohne dass er da vor Schritt geht. Bei der Prüfung darf er das auch nicht. Ah. Oh je, da ging mir die Pumpe schon ein bisschen ab, wo ich dachte, kann ich das? Ja, das war gut. Aber vielleicht muss man sich auch manchmal mehr trauen, als man so im ersten Moment denkt, was richtig wäre. Also es ist ja alles gut gegangen. Okay, Johannes, jetzt üben wir lenken. Dann fährst du jetzt diese drei Pylonen. Im Slalom oder wie fahre ich die? Ja. Oh. So, und jetzt? Die äußere Hand muss nach vorne gehen. Ah, ja, ja, es funktioniert. Aber jetzt nicht in den Buschfeuer, wieder ein bisschen zurück. So, gut. Jetzt musst du das selber andersrum machen. Haha. Okay, das ist schon ziemlich gut. Danke. Ich weiß, die Hälfte der Lorbeeren geht an Feier, aber ganz so schlecht habe ich mich ja auch nicht angestellt. Jetzt wird es eine Nummer schwieriger für dich. Aha. Jetzt musst du das alles im Trab schaffen. Im Trab? Ja. Prima. Nicht so weit weg vom Hügel.
Rachel, sonst verlierst du Zeit. Gut. Die Hände ein bisschen näher aneinander. Danke. Die Peitsche auf die andere Seite nach vorne gucken. Gut, je schneller das Pferd ist, desto schwieriger wird es, an alles gleichzeitig zu denken. Und noch einmal einen Trab zurück, dann hast du das gut gemacht. Der Feier hat jetzt frei, aber ihr habt das echt gut gemacht. Feier hat frei? Ja. Du hast jetzt Mittagspause, das klingt doch gut, Feier. Hm, was meinst du? Pia, wie bist du denn an Pepper gekommen? Der wurde beim Turnier für 1 Euro verlost. Der wurde für 1 Euro verlost? Ja, also Mamas Freundin hat den auf dem Turnier gewonnen. Dann haben die uns den angeboten und dann haben wir den gekauft. Wer verlost Pepper für 1 Euro? Das war ein Unfall, der sollte eigentlich gar nicht auf die Welt kommen, der Pepper. Ach, und dann haben die Besitzer gesagt, wir wollen das Pferd nicht. Ja. Wie wichtig ist er heute für dich? Der ist mir sehr wichtig. Was heißt denn genau sehr wichtig? Ein und alles. Wichtiger als alles andere? Ja. Das sieht man auch. Also, was aus einem Unfall alles werden kann, unglaublich. Ich meine, jetzt ist Pepper ja ein Star, der ist ja deutscher Meister, oder? Ja. Das ist so eine richtige Hollywood-Geschichte. From Zero to Hero, vom Nichts zum Held. Okay, also bis ich deutscher Meister bin, müssen wir noch was tun, ne? Ja. Dann aufkommen. Unglaublich, dieser Pepper. 1 Euro. Okay, Johannes, das ist der Parcours, den du in der Herausforderung auch schaffen musst. Es sind Zahlen von 1 bis 12 durchnummeriert. Du musst ihn in der richtigen Reihenfolge durchfahren. Also die rote Zahl steht immer rechts und die schwarze Zahl immer links. Und wenn du einen Ball hast, kriegst du 3 Strafpunkte. Wie wenn ich einen Ball habe? Wenn du über den Kegel drüber fährst und der Ball am Boden ist, kriegt man Strafpunkte. Und wie leicht fällt der runter? Oh. Sehr leicht. Das Parcoursfahren ist gar nicht so leicht. Man muss auf viele Dinge achten, auf Pony, auf Kutsche. Die Zeit läuft auch noch gegen dich. Und dann auch den richtigen Weg zu fahren. Ich wünsche dir Glück für die Generalprobe. Danke, kann ich brauchen. Und? Ein bisschen mehr Grundtempo. Okay. Komm, komm. Okay, ab jetzt zählt die Zeit. Also anstrengend. Wir müssen als erstes zur 1. Ja. Und da hinten ist sie, auf. Also genau die Mitte treffen, bitte. Das sieht gut aus. Gut gemacht. Und jetzt die 2. Komm, 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 komm. Ein bisschen mehr. Ja, du bist gut. Feier. Gut gemacht. Als ich das erste Mal mit dem Feier durch Parcours gefahren bin, dachte ich, ich bin einer von den dummen Bauern. Weil hier gibt es gerade dicke Kartoffeln zu ernten. Das läuft ja wie geflutscht. Wo ist die 10? Da, bei Punkt. Jetzt hier durch. Noch ein bisschen. Nee, 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 nicht in den Schritt. Hier. Ein bisschen gerade drauf zufahren nächstes Mal und die Mitte treffen. Oh ja, ich sehe hier schruppig, ne? Ah, gut gegangen. Ich habe so den Eindruck, dass die einzelnen Sachen, die man mit der Kutsche fahren können muss, gar nicht so schwer sind. Aber alles auf einmal, ja. Oh, Zügel richtig in der Hand. Auf was muss ich mich konzentrieren? Ach ja, es war ja das äußere Hütchen. Was macht denn das Pferd? Habe ich den richtigen Abstand? Sitze ich eigentlich richtig? Moment, wo ist denn die nächste Pylone, zu der ich fahren muss? Brav, mein Lieber. Gut gemacht. Brav gemacht, Feuer. Gar nicht so einfach. Bist du zufrieden mit dem Testlauf? Ja. Ja? Okay. Oh Mann, was für ein gutes Gefühl. Das jetzt bitte auch in der Herausforderung, kein Ball. Also ich glaube schon, dass er das schaffen kann, weil er sich auch sehr gut geschlagen ist bei den Trainingstagen. Und das wird sehr spannend auf jeden Fall. Ich habe auch noch eine Überraschung für dich. Okay. Einmal auf den Hof. Komm mit, Feier. Ab zur Überraschung. Pia, was ist jetzt die Überraschung? Die Überraschung steht hier. Moment. Den kenne ich doch. Das ist doch Pepper. Das ist doch dein Pferd. Ja. Pony. Ja, dein Pony. Mit dem musst du morgen die Herausforderung fahren. Nein. Doch. Das ist das Pony, mit dem du die deutsche Meisterschaft gewonnen hast. Ja, aber wir wollen doch gewinnen, oder? Also, dass du mir das anvertraust, das finde ich eine Riesenehre. Dankeschön. Normalerweise gebe ich Pepper ja keinen anderen in die Händen. Aber ich glaube, bei Johannes ist er auch gut aufgehoben, der Pepper. Und jetzt haben alle frei. Ja, wird auch Zeit. War ein langer Tag. Außer dir natürlich. Wieso? Oh, nee. Lass mich raten, Pferdeäpfel? Ja. Und viel Spaß dabei. Ist ja auch schon ein bisschen Tradition. Oh, da sehe ich doch schon die Ersten. Stopp, Johannes. Bevor du ins Bett gehst, habe ich noch eine Überraschung für dich. Was ist denn das Tolles? Das ist ein Original-Champion-Hufeisen für dich. Boah, mit meinem Namen drauf. Ja. Pia, ich bin so gerührt. Vielen, vielen Dank. Bitte. Ach, das ist toll. Aber du musst es unter dein Kissen legen, damit du morgen viel Glück hast. Und das Kissen legen?
Ja. Na klar, das mache ich. Weil die Generalprobe so gut gelaufen ist, bin ich jetzt verdammt unsicher. Denn normalerweise muss sie ja richtig schief gehen, damit es funzt. Bitte Dankeschön. Und wahrscheinlich gibt es auch gute Träume. Ja. Bis morgen. Gute Nacht und danke. Der Tag der Herausforderung. Johannes muss einen anspruchsvollen Fahrparcours in unter 2 Minuten fahren. Nur wenn dabei kein Ball von den Pylonen fällt, hat Johannes die Herausforderung bestanden. So, jetzt kann die Kutsche kommen. Aber es kommt ein Traktor. Guten Morgen, Pia. Hallo, das sieht aber nicht nach einer Kutsche aus. Nein, ich habe hinten den Platz nicht vorbereitet. Cool, danke schön. Und was sagst du zum Outfit? Passt das? Ja, für die Prüfung auf jeden Fall. Ich dachte nämlich grünes Hufeisen unterm Kopfkissen, grüne Krawatte. Ja. Und jetzt? Also steig auf, ich nehme dich ein Stück mit. Ja. Bye. Okay, Johannes, ist es beim Fahren eine Tradition, dass der Fahrer den letzten Stop selbst macht? Oh, ich sehe, da fehlt was. Ja. Okay, ja dann her. Hallo, Pepper. Hm? Na ja, Zöpfe flechten, das bringt einem dem Pferd ja auch noch mal näher. Wenn das zieht, musst du wiehern, okay? Ich fand das gut, auch wenn ich weiß, dass meine Amateur-Friseur-Fähigkeiten sich in Grenzen halten. Ich finde, so schlecht sieht's nicht aus. So, Herr Pepper, Dauerwelle ist fertig. Und jetzt geht's vor die Kutsche, Pepper. Also wenn ich jetzt die Herausforderung mit Feier machen würde, würde ich mir, glaube ich, weniger Sorgen machen. Aber Pepper ist eine Rennmaschine. Und ob ich schon reif bin für die Rennmaschine, kleines Fragezeichen. Komm, Pepper. Prima. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, aber ich drücke alle Daumen, dass Johannes das schafft. Viel Glück. Dankeschön. Jetzt gib alles, Johannes! Jetzt zählt's, Pepper. Gut gemacht! Sehr gut, Pepper. Weiter. Das lief so verdammt gut, dass ich jetzt ein bisschen Schiss habe. Hier durch und jetzt ein bisschen langsamer. So, so gut, aber das ist ziemlich knapp. Ja, also dieses Hütchen, das habe ich schon gesehen, das ist näher am Rad, als es hätte sein sollen. Bisschen mehr Gas geben, Johannes! Also ich habe gemerkt, dass es nach hinten richtig eng wird, aber ab Hütchen 10 habe ich dann auch Pepper gesagt, jetzt komm, Galopp. Endspurt, gib doch mal mehr Gas! Ein bisschen mehr Gas geben, ne? Schneller! Durch und 1,43, geschafft! Yay! Johannes, du hast es geschafft! Das ist super, oder? Ich kann dir nur einen Ellenbogen geben, laut Vorschrift. Das war so toll. Es hat irgendwie alles funktioniert, so wie ich mir es vorgestellt habe. Großartig. Ich habe mich ziemlich gefreut, weil das heißt ja, dass ich dir alles richtig erklärt habe. Guck mal hier, Karotte. Ja, 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 ja. Ja, lecker. Du bist echt eine Bank, Pepper. Das war eine große, große Ehre, mit dir Kutsche fahren zu können. Wenn ihr jetzt sagt, oh, Kutsche fahren, das würde ich auch gerne lernen, dann guckt doch mal, welcher Hof bei euch in der Nähe das anbietet. Und manchmal gibt es auch eine Ferienfreizeit. Das ist vielleicht auch ein ganz guter Tipp. Alle Infos dazu findet ihr auf kannesjohannes.de. Ich hoffe, wir sehen uns im Netz oder spätestens das nächste Mal, wenn es wieder heißt. Kannes Johannes.